Wer kennt das nicht? Oma kommt zu Besuch, kneift einem in die Wange und sagt, Mensch, du bist aber groß geworden. Auch wenn man es selbst nicht bemerkt, die gute Oma sieht den Unterschied. Während der letzten 50 Jahre konnte so auch der originale Dreitürer-Mini seinen Kinderschuhen entwachsen und fast unmerklich laufend an Größe zulegen. Der Fünftürer bleibt beim Design unverändert. Runde Scheinwerfer und Heckleuchten mit Chrom eingefasst, runde Karosserielinien und der typische Mini-Kühlergrill lassen den Fünfsitzer trotz Größenzuwachs jung, kompakt und irgendwie drollig wirken. Man möchte wie Oma ihm in die Wangen kneifen und sagen, Mensch, ist der aber groß geworden. Im Cockpit gibt es keine gravierenden Veränderungen zum kurzen Bruder. Es fühlt sich wie gewohnt gut verarbeitet und wertig an. Das große Infotainment-System lässt sich leicht und intuitiv über den Drehknopf in der Mittelkonsole bedienen und mit allen gängigen portablen Elektronikgeräten verbinden. Ohne viele optische Veränderungen bietet der Mini mit den fünf Türen mehr Platz für Fahrgäste und deren Gepäck. Schauen wir kurz auf das Datenblatt des Mini-Fünftürers. Der Motor leistet 75 kW und beschleunigt den Briten in 10,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Den Verbrauch gibt Mini mit 4,9 Litern auf 100 km an. Der Basispreis für den One beträgt 18.600 Euro in Deutschland. Der Kleine bietet verschiedene Fahrmodi an, die von Green über Mid bis Sport reichen. Sportlich ambitionierte Fahrer können mit dem Modus Sport und dem Sechsgang-Schaltgetriebe reinstes Go-Kart-Feeling verspüren.